Dies ist das zweite Video in meiner Serie über das Glück. Die zweite Lektion aus dem Buch Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück ist, das Glück kommt oft überraschend. Ja, das Glück kommt oft überraschend. Wir erwarten es nicht und dann auf einmal sind wir sehr glücklich. Ja, vielleicht ist jemand, den wir kennen, krank. Und dann auf einmal wird diese Person gesund und wir freuen uns. Wir sind glücklich, weil diese Person auf einmal wieder gesund ist. Und dann ist das ein Glück, das sehr überraschend kam. Oder wir haben einen sehr schönen Moment. Ja, ich bin hier gerade auf diesem Berg. Ja, ich werde mal dir ein bisschen das zeigen. Ja, und ja, ich bin auf diesen Berg gestiegen und ich bin glücklich, hier oben zu sein. Ich bin glücklich, dass es so schön aussieht. Ich bin nicht so glücklich darüber, dass die Sonne bald untergeht und ich lieber nicht bei Dunkelheit nach Hause fahren möchte. Aber ich bin glücklich, hier zu sein und in gewissem Sinne war es ein überraschender Moment. Ja, es war überraschend, dass es so schön hier aussieht. Naja, so überraschend nicht. Ich habe es eigentlich erwartet, dass wenn ich auf diesen Berg steige, dass es dann sehr schön aussieht. Naja, aber oft hatte ich diese Situation, ja, dass mir etwas passiert ist, das mich sehr glücklich gemacht hat. Und dann kam das Glück wirklich überraschend. Was denkst du über diese Lektion? Das Glück kommt oft überraschend. Kommt das Glück deiner Meinung nach überraschend oder rechnet man oft mit dem Glück? Ja, ist das Glück überraschend oder nicht? Bist du überrascht, wenn du glücklich bist, oder hast du erwartet, dass du glücklich sein wirst? Ich bin gespannt, was du denkst. Schreibe mir, was du denkst, in den Kommentaren. Und wenn ich ein bisschen zu schnell gesprochen habe in diesem Video, dann denke daran, dass du die Geschwindigkeit von YouTube-Videos ändern kannst. Also schaue dir dieses Video ruhig auch langsam an, wenn du nicht alles verstanden hast. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.